Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Ja, ich habe unser altes Interface wieder drin. Das macht aber scheinbar hier so ein bisschen Probleme, so wie das hier ausschaut. Also es fehlen gewisse Teile, es schaut alles ein bisschen ja komisch aus. Der Recon-Skin funktioniert auch noch nicht so richtig. Hey, eine kleine Thorium-Ader. Sehr schön. Wir werden in dieser Folge noch nicht nach Sul'Pharak gehen. Ich denke, dass ich... Okay, das Interface ist ziemlich kaputt. Vielleicht sollte ich tatsächlich auf das Standard-Interface wieder umsteigen. Wir werden in dieser Folge noch nicht nach Sul'Pharak gehen, weil wir haben auf jeden Fall noch Zeit und ich muss mich einfach noch in den neuen Krieger ein bisschen einspielen. Ich habe jetzt hier auch bei den Talenten noch, mich immer noch nicht entscheiden können. Ich muss mich da einfach noch reinlesen. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit. Ich muss mal gucken, was für uns auf jeden Fall am besten ist. Aber das hat im Prinzip alles seine Zeit, da brauchen wir uns nicht beeilen. Ich würde sagen, wir questen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Fortgespült. Verwendet Gaals Netz, um 4 Blutblütensamen einzusammeln. Okay, und nach Marshalls Wehr müssen wir. Blutblütensamen. Okay, das ist der gesamte Bereich hier dann. Schauen wir mal, wo haben wir das Quest-Item? Sortieren wir das Zeug mal, da erkennt man ja gar nichts. Okay, sortieren lässt es sich auch nicht. Das Interface ist komplett im Arsch. Wahnsinn. Bin mal gespannt, bis wann das korrigiert wird. Ich habe jetzt vorhin noch die ganzen Updates laufen lassen, also es ist auf jeden Fall noch keines so richtig, funktionierend. Genau, auf die 7 können wir das packen. War das nicht mal die 8? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist tatsächlich die 8. Die Zahl wird rechts angezeigt. Okay. Dann suchen wir jetzt mal diese lustigen Viecher. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die sollen scheinbar im Wasser sein. Und ja, das mit den Add-ons wird sich, denke ich, noch eine Weile hinziehen. Die Add-on-Autoren sind zwar ein bisschen fleißiger als die bei Minecraft. Das heißt, das sollte schon einigermaßen flott gehen. Aber, hier unten ist so ein Samen, das hier rumschwimmt. Okay. Muss ich nur erwischen. Aber das wird trotzdem wahrscheinlich noch ein, zwei Tage brauchen. Weil sich ja doch einiges am Spiel geändert hat. So, das Fensterchen hier nervt auch. Das kann ich jetzt aber nicht wegklicken. Ich bin gerade echt gewillt, die blöden Add-ons auszuschalten. Naja, sammeln wir mal schnell die Samen hier ein. Das geht ja flott. Danach können wir mal gucken, dass wir die Add-ons wieder ausmachen. Das lief ja letztes Mal ohne Add-ons einigermaßen in Ordnung, also das ist kein Problem, auch mal ohne Add-ons zu zocken. Das ist jetzt nicht so spielentscheidend. Machen wir das mal fix. Können wir das hier machen? Nee, okay. Da fehlt im Prinzip, noch das Add-on, mit dem wir das machen können. Ja, da müssen wir mal ganz kurz 10 Sekunden warten, 20 Sekunden. Und ja, ich habe jetzt schon einige Beschwerden über das neue Talentsystem gehört, dass das alles viel zu einfach ist inzwischen. Müssen wir mal abwarten. Im Prinzip, es ist ja nicht unbedingt schlimm, wenn das Spiel einfacher läuft, aber... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles deaktivieren. Oder Atlas könnten wir eigentlich anlassen. Auf jeden Fall mal hier, GUI ausschalten. Genau, Recon Skin. Den Instant Messenger brauchen wir eigentlich auch nicht. Recount können wir anlassen, Postal können wir anlassen, Overachiever können wir eigentlich auch anlassen, das ist kein Problem. Omen sollten wir vielleicht auch anlassen. Ja gut, dann war das im Prinzip nur GUI, das ist absolut in Ordnung. Loggen wir uns mal fix wieder ein. So, schaut doch alles schon wieder ein bisschen besser aus, ne? Wir müssen noch ein paar von diesen Samen finden. 2 Stück fehlen uns noch. Da vorne ist noch eins, wunderbar. Okay, 3 von 4. Und wo ist das vierte? Oh, badum, badum. Ja, wo sind denn die? Jetzt sehe ich tatsächlich keins. Naja, mounten wir uns mal auf. Hey, da hinten ist Thorium. Das holen wir uns natürlich. Das ist bares Geld. Beziehungsweise bares Gold. Ne? So, da, da, sehr schön. Blaue Machtkristalle haben wir schon genug, oder? Wo hatten wir die denn hier? Badam, badam. Schwarzes Vitriol, okay.
Hä? Ach so, da, okay. 8 Stück, das sollte für die Quest reichen. Ich weiß nicht mehr, wie viel man für die Quest braucht, aber... Ach, Bergsilbersalbei können wir eh noch nicht abbauen. Ich weiß nicht, wie viel man für die Quest braucht. Früher waren das, glaube ich, 7 pro Farbe, aber... Ich glaube, da haben sie auch wieder irgendwas geändert und das vereinfacht. Das wird ja immer alles total vereinfacht. Wahrscheinlich braucht man nur noch 1 oder 2 oder 3 oder keine Ahnung was. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir in Marshall's Wehr sind. Marshall's Wehr. Marshall's Wehr natürlich. Hey, hier ist der 4. Alles klar. Kriege ich den? Ja, tatsächlich. So, sehr schön. Vielleicht sollte ich Recount mal ein bisschen verschieben. Das ist hier noch... Dadurch, dass jetzt die Lebensanzeige da oben ist. Ja gut, da ist es jetzt auch nicht gut aufgehoben. Nehmen wir es mal hier so hin. Ist zwar jetzt auch nicht die ideale Position, aber gut. So, jetzt schauen wir mal fix. Habe ich das Viech jetzt nicht eingesammelt? Jetzt, okay, geht doch. Ja, dann geben wir erstmal hier im Süden die Quest ab und dann werden wir uns mal Richtung Marshall's Wehr begeben. Ach ja, ihr habt mir in den Kommentaren übrigens erklärt, was er hier ist, beziehungsweise was er macht. Aber ich hab's schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sein. Ich glaube, der verkauft irgend so ein kleines Haustier, was man 21 Tage oder so, ja, züchten muss und dann kommt irgendwie ein Reittier oder so raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir zwar durchgelesen in den Kommentaren, aber... Was habt ihr zu erzählen? Ich habe nichts zu erzählen. Habt ihr schon alle Samen? Ja, bitte sehr. Ja, diese Samen dürften ausreichen. Der Zirkel des Szenarios dankt euch, Merrily. Ein Worgen beim Zirkel des Szenarios, okay. War der Zirkel des Szenarios nicht eigentlich von den Nachtelfen? Diese Naturverbundenheit. Ich sehe dich, ich hole dich gleich, ich lese aber noch ganz schnell die Quest. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Nach Norden fließen. Itis Mondwärter ist der Nachtelfendruide, der mich in den Zirkel des Szenarios eingeführt hat. Sein Lager liegt nördlich von hier, in der Nähe der Klippen am östlichsten Kraterrand. Folgt dem Strom der Blutblütensamen und ich wette, ihr werdet ihn dort in der Nähe finden. Ich bin übrigens nicht mehr heiser, wenn ihr das, rausgehört habt. Ich kann inzwischen auch wieder Stimmen imitieren. Woo! Meine Studien beschränken sich lediglich auf die Samen und andere Reagenzien. Er jedoch geht viel fortgeschritteneren Dingen nach. Falls ihr neugierig geworden seid und mehr über die Flora in Ungorus erfahren wollt, solltet ihr euch jetzt an ihn wenden. Lang lebe Graumähne. So, lala. Nehmen wir mal hier das schicke, funkelnde Zeug mit. Überall diese blauen Machtkristalle. Ich glaube, das ist vom Gebiet her aufgetrennt. Hier gibt es so blaue, hier gibt es so grüne, gelbe, rote oder so. Sowas in die Richtung auf jeden Fall. Das war, glaube ich, zumindest mal so. Meldet euch bei Willard Marshall und Marshalls Wehr im Krater. Okay. Und da oben ist E.T.'s Mondwärter in den aufwühlenden Gärten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier zu Marshalls Wehr. Was übrigens auch geändert worden ist, das war, glaube ich, früher hier oben, soweit ich mich erinnern kann. Oder Marshall. Das war irgendwas auch von diesem Marshall. Aber ich weiß nicht, ob es Marshalls Wehr war oder irgendein anderer Name. Ich glaube, es war sogar Marshalls Wehr. Und hier fliegen inzwischen echt so lustige Viecher rum. Das gab es früher auch noch nicht. Ja, das ist ziemlich nett gemacht, auf jeden Fall. So, ein bisschen auf die dicken Dinos aufpassen. Da hat uns ja letztes Mal schon fast einer getötet. So, was haben wir hier vorne? Kleine Thoriumader. Ein Ravasaurus. Okay, kommen wir da hin? Ohne Kampf? Let's try. Na, tatsächlich, klappt sogar. Aber der wird uns trotzdem angreifen. Nee, hat er nicht. Okay, sehr schön. Mal gucken, ob wir die Folge noch unser Level abschaffen. Das wäre richtig, richtig geil. Was gibt es denn auf Stufe 50? Jetzt muss ich selber mal gucken. Nee, falsche Taste. So. Stufe 50. Schwert und Schild und Plattenspezialisierung. Sehr schön. Das ist, glaube ich, wenn wir überall Platte haben. Genau, wenn wir in jedem Slot Plattenrüstung haben, dann wird unsere gesamte Ausdauer um 5% erhöht. Das ist doch schon mal richtig nice für einen Krieger-Tank. So. Ja, das tropische Paradies ruft. Hey, hoi al ni, je, je, wie, wo, wie. Schau dir mal die Aufmachung von der hier an. Willedin dreht sich zu euch.
Alter, ich sehe cooler aus als du. Chill mal ein bisschen. Unser Rekrutierer schickt euch? Gut, fangen wir mal mit der Wahrheit an. Un'Goro ist nicht das perfekte Elysium, das euch wahrscheinlich versprochen wurde. Aber das habt ihr sicher auf dem Weg hierher schon bemerkt. Wollen wir an die Arbeit gehen? Auf dann. Ja, natürlich. Hallo, grüß dich, vulkanische Aktivität. Willkommen, ich bin Willardin Marshall. Ich führe diese Expedition von Entdeckern und Wissenschaftlern zusammen mit meiner Schwester an. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich mag diesen Anblick der Elementare auf diesem Vulkan da ganz und gar nicht, Kriegerin. Wir haben zu viel Ausrüstung und zu viele Notizen. Wenn auch nur einer dieser wahnsinnigen Elementare sich in unser Lager verirrt, könnte er schlimme Schäden anrichten. Zeigt ihnen, dass sie sich nicht mit ihren neuen Nachbarn anlegen sollten und bringt mir die Asche, die sie zurücklassen. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns gleichzeitig ein wenig der Wissenschaft widmen. Würden eure Reisen sicher sein? Ja, das werden sie. Was liegt an? Die Quelle finden. Ich habe ein Thermometer entwickelt, um die Temperaturen am Vulkan zu messen. Und ich würde gerne die heißeste Stelle finden. Es zeigt die Messungen in Grad Kracklenheit an. Hier, nehmt es und messt die Temperaturen am Grat, wann immer ihr eine heiße Stelle seht. Heiße Stellen erkennt ihr in der Regel an einer leuchtenden Felssäule. Ihr findet sie um den Feuersäulengrat herum. Eine Umrundung sollte eigentlich schon genügen. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, sehr schön. So, was haben wir da hinten noch für eine Quest? Hui! Interessant. Hey! Macht Kristalle. Ich bin sicher, ihr habt sie mit mir... Nee, so geht das nicht. Kleinen Moment. Sordala. Schönen guten Tag. Ich bin sicher, ihr habt sie bemerkt, Merrily. Sie sind überall. Wovon ich rede? Na, von den Kristallen natürlich. Die Kristalle, sie liegen überall im Krater herum. Die meisten Leute ignorieren sie. Aber ich habe das seltsame Gefühl, als besäßen sie eine gewisse Macht. Aber hört mal, mir gehen langsam die Kristalle aus. Meint ihr, könnt noch ein paar für mich sammeln? Die gelben Kristalle findet ihr im Nordwesten. Die roten im... Ach, ihr werdet es schon herausfinden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Tatsächlich, die blauen haben wir schon. 7 Stück brauchen wir davon. Grüne fehlen uns noch 3 und von dem restlichen Zeug jeweils 7. Dann schauen wir mal, was wir hier für Quest-Items bekommen haben. Das ist nützlich, dass das hier gelb umrandet ist. Sonst würde ich das jetzt ewig suchen und nicht finden. Packen wir das mal auf die 8. Das ist für die heißeste Stelle, gell? Genau, diese Temperaturmessung. Dann laufen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum und die Machtkristalle, die... sammeln wir einfach auf dem Weg ein. Oh, das schaut ja nett aus. Schaut aus wie so eine Fallgrube. Oh, fressen wir da Schaden? Nee, alles klar. Dann nochmal raus und jetzt müssen wir mal gucken. Wo sind diese heißen Stellen? Ich sehe jetzt erstmal keine heiße Stelle. Da hinten ist eine heiße Stelle. Stand ja schon im Questtext, dass das solche Säulen sein sollen. Ein Terror-Dax, okay, Stufe 52, der ist sogar orange, Wahnsinn. Oh, die Gegner hier sind schon richtig, richtig freaky. Stufe 53, Wahnsinn. So, mal die Temperatur messen. Die Temperatur beträgt 122 Grad Kracklenheit. Ja, das ist noch nicht so heiß, glaube ich. 122 Grad, gut, das lassen wir lieber. Ich wollte jetzt was Böses sagen, aber ich, ja. Ich lasse das mal, das ist... alles nicht so jugendfrei. So, einmal hier hoch. Alter, greif uns mal nicht so krass an. So, verlasse Kampf. Seht ihr hier noch irgendwo eine Säule? So, mal gucken. Vielleicht können wir da sogar hochklettern. Na gut, hier kommen wir scheinbar nicht hoch. Ja, dann laufen wir unten lang. Das ist ja kein Problem. Cool, wir können in der Lava stehen, ohne dass wir uns wehtun. Realismus pur. So, mal gucken. Also ich sehe hier kein... Nein, das lasse ich lieber auch. Das lasse ich lieber auch. Was ist denn heute mit mir los? Ich bin heute so schweinisch irgendwie. Da oben können wir hin. Greifen wir den hier mal an. Hey, da oben haben wir eine große Thoriumader. Alles klar, und wir können Hinrichten tatsächlich benutzen, oder? War das so? Benötigt Nahkampfwaffe. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, nicht benutzt, aber wir können es benutzen. Ist auf jeden Fall ein sehr nützlicher Skill und es ist so schön, dass wir den jetzt auch in der Verteidigungshaltung nutzen können. So, mal abbauen den Schmarrn hier.
So, jetzt habe ich da hinten noch so einen langen, dicken, heißen Kolben gesehen. Feuerkäfer, müssen wir den... Nee, müssen wir nicht. Ach ja, diese, dieses Add-on Overachiever, was ihr vielleicht vorhin gesehen habt, als ich GUI ausgeschaltet habe, das ist dazu da, dass wenn man hier mit der Maus zum Beispiel hier auf irgendwelche Viecher geht, dann wird hier in dem Pop-up angezeigt, ob man die für irgendein Achievement braucht. Das hat mir auch einer von euch geraten. 7039 Grad Kracklinheit, alles klar. Das hat mir auch einer von euch vorgeschlagen, dass ich das mal benutzen könnte. Und ich muss sagen, das ist echt nice, weil da muss man jetzt nicht ewig überlegen, braucht man das Viech für ein Achievement oder braucht man es nicht für ein Achievement? Muss ich es töten? Muss ich es lieben? Muss ich dies und das damit machen? Muss ich es in den Kochtopf hauen? Also solche Sachen. Das wird immer schön im Pop-up gezeigt hier. Ja gut, das wird von Natur aus angezeigt. 428.000 Kracklinheit, alles klar. Dann haben wir die heißeste Stelle jetzt schon gefunden. Bergsilbersalbei können wir aber noch nicht abbauen, oder? Na, jetzt sehe ich es auch gar nicht. Ist im Prinzip auch egal. Was müssen wir hier noch machen? Asche von Ungoro. Okay, da müssen wir jetzt wohl oder übel diese Viecher hier töten. So, jetzt kann ich vielleicht auch mal hinrichten demonstrieren. Ja, tatsächlich. Hinrichten hat geklappt und hat ordentlich Schaden gemacht, glaube ich. Können wir mal gucken. Kampflock. Nee. Meine Aktionen. Hinrichten trifft elementar für... Keine Ahnung, wie viel Schaden. Kann ich jetzt nicht lesen. Töten wir mal Feuerkäfer, dann werden wir es sehen. So, hinrichten... 1104 Schaden. Ist doch schon mal ordentlich. Kann man absolut nicht meckern. So. Zwei Asche haben wir schon. Sieben brauchen wir noch. Dann nehmen wir mal ihn hier noch ran. Oder dürften wir auch gleich ein Level up haben? Wow, unser Schildschlag hat ihm jetzt über 2000 Schaden gemacht. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. So, drei Stück. Ab wann kann man das hier? 280, okay. Da könnte ich vielleicht mal wieder so eine Kräuterkunde-Farm-Special-Folge machen. Einfach so ein bisschen rumlaufen und ein bisschen Berufe skillen. Na, hinrichten hat nicht geklappt. Diesmal hat es geklappt. 2600 Schaden. Das ist schon auf jeden Fall ordentlich. Da kann man nicht meckern. So, da unten haben wir noch einen. Wobei wir ziemlich viel Schaden fressen. Das ist alles ein bisschen blöd, aber... Hey, wir können Siegesrausch benutzen. Oh, jetzt nicht mehr, schade. Na, wir fressen ordentlich Schaden. Ich mag jetzt nicht unbedingt sterben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Essen wir mal fix was. Oder dann haben wir auch schon wieder mehr als die Hälfte geschafft. Das mussten wir hier gar nicht messen, merke ich gerade. Wir können es natürlich trotzdem mal machen. Nur um zu sehen, wie viel Grad es hat. Was heilt das hier eigentlich? 3200, das ist viel zu wenig. Na komm, Merrily, ist mal ein bisschen schneller hier. Alles klar. Mal gucken. Na, nur 18 Grad, das ist wirklich irgendwie kalt. Das ist nicht viel. So, nehmen wir mal ihn hier hinten noch mit. Und ich denke, dass wir an dem Ostrand von dem Vulkan angekommen sind, sollten wir dann auch die restlichen vier Asche zusammenbekommen haben. Nee. Also bei Hinrichten, das verfehlt schon noch ordentlich. Elementarfeuer, okay. So. Asche-Eidechse, okay. Vielleicht sollte ich Siegesrausch trotzdem mal auf eine Taste legen, auch wenn wir jetzt die von der 3 weggenommen haben. Das ist ja doch nützlich, während wir hier questen, weil das heilt uns schon um einen ziemlich guten Wert auf jeden Fall. Da kann man absolut nicht meckern. Und ich muss viel öfter Unterbrechen benutzen, wenn das ready ist.
Weil damit können wir schon gut Schaden blocken. Na, komm ich da hoch? Nee, aber kann ich mich zu ihm cheaten? Außer Reichweite. Komm ich hier an der Seite hoch? Schaut so ein bisschen dunkler aus. Das sieht eigentlich danach... Ah ja, okay. Ja, es klappt doch tatsächlich. Ja, ich werde jetzt mal eine Weile 30 Minuten Folgen aufnehmen. Einfach, dass wir das ja mit 85 eventuell schaffen. Es wird trotzdem wirklich sehr, sehr knapp, weil bis Mists of Pandaria rauskommt, ist es nicht mal mehr ein Monat. Aber ich werde dann mal gucken, dass ich ja jetzt wirklich langsam mit den Special-Folgen anfange, dass ich da vielleicht neben dem Let's Play noch ein bisschen Erfahrung sammle. Dass wir das tatsächlich irgendwie zusammenbekommen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So. Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle, gell? Ja, dann können wir die Quests mal wieder abgeben. Und ich sollte echt ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben kaum mehr Leben und ich springe hier überall runter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn wir jetzt sinnlos sterben, ist das schon wieder eine richtige Zeitverschwendung. Sadala. Gut. Schönen guten Tag. Glaubt ihr, dass der Vulkan in Ungoro aktiv ist? Ich frage mich, warum er nicht explodiert ist, als der Kataklysmus uns getroffen hat. Ja, keine Ahnung, aber hier hast du deine Asche. Ich hoffe, das hat ihnen gezeigt, mit wem sie es zu tun haben. Ich nehme die Asche an mich. Irgendwann wird sie uns sicher nützlich sein. Ja, das glaube ich auch. Stufe 50, wuhu. Mal gucken, was wir bekommen. Glyphenplätze. Ah ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Versunkener Tempel. Ah, okay. Jetzt wird hier quasi auch der, jetzt werden hier auch die Dungeons angezeigt, die quasi mit der Stufe freigeschaltet werden. Versunkener Tempel ist eigentlich auch nice. Das könnte ich heute vielleicht mal so neben dem Let's Play. Ich wollte ja die Instanzen in Zukunft neben dem Let's Play in extra Videos packen, dass ich da dann vielleicht auch am Tag mal 2, 3 Videos mache und dann wirklich die Instanzen auch in ein Video packe. Also auch wenn sie eine Stunde dauern, dass wir da quasi das alles in einer Folge haben. Und ich merke gerade, dass mein Popschutz ein bisschen verrutscht ist. Kleinen Moment bitte. Das hing jetzt gerade so ein bisschen komisch, komisch weit unten. Aber gut, jetzt passt es auf jeden Fall wieder. Sturmflamme. Ich mache mir immer noch etwas Gedanken über diese Feuerelementare, Merrily. Eine letzte Bitte. Begebt euch zur Spitze des Feuersäulengrats und tötet denjenigen von ihnen, den sie Sturmflamme nennen. Er ist der größte und stärkste der Feuerelementare im Krater. Ich werde viel besser schlafen, wenn er nur aus dem Weg ist. Alles klar? Man sieht sich. Ja, tschüss. Warum redet er so schnell? Redet mit mir. Ja, tu ich doch. Ich würde ja selbst gehen, aber ich habe ein wenig Angst vor den Feuerelementaren dort. Ja, schau mal her, ich habe es für dich gemessen. Das waren richtig krasse 428.000 Kraklenheit. Richtig, richtig heftig. Diese Ergebnisse sind verblüffend. Mein Chef wird sehr zufrieden sein. Vielen Dank, lieber Gnom. Ja, bitte sehr. Sprecht mit Spraggle. Meine gute Freundin Spraggle ist schon eine ganze Weile wegen einer gewissen Sache beunruhigt. Ich würde ihr helfen, aber wie ihr seht, habe ich es gerade schön bequem. Könntet ihr nicht nachsehen, was sie möchte? Ja doch, schau mal her. Das machen wir doch glatt für dich. So, da können wir noch eine Quest abgeben. Ja, was wollt ihr? Ich will die Quest abgeben. Was, Crackle schickt euch? Ja. Ihr müsst mir helfen, Merrily. Mein Freund Ringo ist vor einer Weile aufgebrochen. Oh, das wird die geilste Quest. Um den Vulkan nördlich von hier zu erforschen. Und er ist schon viel zu lange weg. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Meint ihr, ihr könnt ihn suchen? Nehmt doch meine Feldflasche mit, wenn ihr Ringo tatsächlich findet. Dann hat er sie bestimmt nötig. Seid vorsichtig da draußen. Okay, falsch gelesen, aber das ist mir egal. Ja, die Quest mit Ringo, das ist so, so geil einfach nur. Ich hoffe mal, die haben sie nicht großartig verändert. Hey! Wie man Fleisch wieder frisch macht. Ich glaube nicht, dass wir einander schon kennengelernt haben. Ich bin Nolan Tucker, der neue Hauptmann der Wache von Marshalls Expedition. Ich bin außerdem der Koch hier. Da gibt es sogar mehr Überschneidungen, als man denken würde. Ich habe eine spaßige kleine Aufgabe für euch. Habt ihr die Stachelgruben entlang der Außenbefestigung des Lagers gesehen? Schaut doch mal, ob ihr nicht einige der Dinosaurier in der Nähe dazu bringen könnt, in diese Fallen zu tappen. Wenn ihr dieses verfaulende Fleisch nach ihnen werft, wenn sie nicht hinsehen, werden sie entweder hungrig oder böse werden, was beides in Ordnung ist, solange sie euch nur in die Gruben folgen. Ja, dann machen wir das natürlich. Jetzt gucken wir mal hier ganz kurz, dass wir das hier auch... Oh, unser Rucksack ist schon wieder fast voll. Wir könnten mal wieder ein paar graue Items verkaufen. Mal gucken, ob wir hier so einen Verkäufer haben.
Mal kicken. Waffenhändler. Ja, da können wir auch ein bisschen was reparieren. Sehr schön. Ich habe ein Geschäft für euch. Ja, das freut mich. Ach ja, das müssen wir jetzt manuell machen. Da habe ich mich jetzt aber schon richtig dran gewöhnt, dass das automatisch passiert. Muss ich jetzt wirklich alles einzeln durchgehen? Das mag ich nicht. So, die können wir verkaufen. Ach, das ist ja wirklich hier, sobald man sich hier dran gewöhnt hat, dann ist das ziemlich nervig. Machen wir noch graues Zeug. Ach, das nehmen wir mal hier. Wobei, Spraggle machen wir in der nächsten Folge. Das schaffen wir jetzt in den nächsten 4 Minuten nicht mehr. So, mal gucken. Wo haben wir hier noch graues Zeug? Ich glaube, das war's schon. Das wird echt Zeit, dass GUI mal wieder aktualisiert wird. Kommt bald wieder. Ja, das werden wir. Mit ganz viel grauem Zeug. Dinosaurier ködern. Das schaffen wir sicher in 4 Minuten. Das ist easy going. Da, dich nehmen wir mal mit. Schau mal her. Schau mal her. Und dann läufst du mal hier so fleißig rein. Genau, das machst du sehr schön. Ja, wunderbar. Sehr schön, einer ist schon tot. Jetzt gucken wir mal, vielleicht können wir das auch auf Mount machen. Das wäre natürlich optimal. Dann können wir da auch ein bisschen schneller abhauen. Nee. Ihr seid in einen Kampf verwickelt. Okay. Können wir die vielleicht auch so reinlocken? Oder muss er unbedingt das Fleisch essen? Nee, er muss unbedingt das Fleisch essen. Okay. Ja, da müssen wir uns so um ihn kümmern, aber das ist ja kein Problem. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen auf die Entfernungen achten? Ich bin das noch nicht so gewohnt, weil die sind ja richtig hochstufig. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir können jetzt, glaube ich, sogar noch ein... Nee, auf Stufe 60, alles klar. Das war ja alle 15 Level. Das war ja alle 15 Level. So, jetzt gucken wir mal. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die uns so lange folgen. Na, aufmounten können wir uns nicht, aber der wird uns schon folgen. Und ich glaube, wir können da auch selber reinspringen. 35 Sekunden, okay. Weil uns passiert da drin ja nichts. Ach Gottchen, das gibt's doch nicht. Ja, dann nehmen wir den da hinten. Jetzt hat er auf dem letzten Millimeter nochmal den Fokus verloren. Das ist ja blöd. Weil so viele Dinos gibt's hier nicht in der Nähe. Aber vielleicht gibt's noch ein paar andere Stachelgruben. Müssen wir dann gleich mal gucken. Ja, Bleib brav und folge uns. Wo gibt's denn hier noch Stachelgruben? Gibt's hier noch Stachelgruben? Da gibt's noch eine Stachelgrube, oder? Ja, sehr schön. Wo gibt's hier Dinos? Ja, da können wir doch gleich ihn hier mitnehmen. So, kommst du mal her, bitte. Bäm, sehr schön. Und links von ihm habe ich noch einen gesehen. Beziehungsweise rechts von ihm. Was ist denn heute mit mir los? Ich kann nicht so gut reden, merke ich gerade. Beziehungsweise labere ich die ganze Zeit irgendeinen Mist. Ich glaube, ich muss erst frühstücken. Es ist zwar 13 Uhr, aber ich bin erst vor 2 Stunden aufgestanden. Schön Kaffee getrunken. Das mache ich immer so. Und dann, ja, irgendwann nach 2-3 Stunden mal frühstücken. Ich kann absolut nicht nach dem Aufstehen frühstücken. So, sehr schön. 4 Stück. Ne, wie gesagt, also kurz nach dem Aufstehen frühstücken ist absolut, das geht gar nicht. Da kotze ich lieber. Das ist absolut nicht mein Ding. So, jetzt haben wir das leckere Fleisch hier. Kann ich euch helfen? Ja, ausgezeichnete Arbeit, Merrily. Jetzt sind wir ein wenig sicherer vor den Dinosaurierüberfällen. Außerdem habe ich all dieses frische Fleisch, das ich meinen Männern servieren kann. Ja, das kannst du. Wo hast du Platte? Wir brauchen unbedingt Platte. Das würde uns Tempo nehmen, aber uns Stärke, Rüstung und Crit geben. Ich würde sagen, das nehmen wir. Außerdem ist das ja cool für die Plattenspezialisierung, weil je mehr Platte wir haben, beziehungsweise wenn wir überall Platte haben, kriegen wir ja insgesamt 5% mehr Ausdauer. Jetzt müssen wir es natürlich nur finden. War es das hier? Ja, das war's. Das rüsten wir natürlich direkt aus. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ein Häuschen. Ja, tatsächlich, das ist so ein kleines Gasthaus scheinbar. Das sehen wir daran, dass das hier so ZZZ ist. Das heißt, hier werden wir Erholungsbonus bekommen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal fürs Zugucken und
Ja, vielleicht haue ich heute noch eine Instanzenfolge raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haue ich Sulfarak tatsächlich in eine eigene Folge, dass wir das wirklich in einer eigenen Folge haben. Vielleicht mache ich auch eine ganz eigene Playlist für die ganzen Instanzen, dass ich da wirklich von Stufe 1 bis Stufe 85 bzw. 90 alle Instanzen mal mache und die in eine eigene Playlist packe, quasi so als kleines, Let's Show World of Warcraft Instanzen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall mal überlegen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!